Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plänkusser. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Jetzt holen wir Luft, pressen das in den Lungen zusammen, holen nochmal Luft nach, denn wir brauchen jetzt sehr viel Atem. Ich präsentiere dir heute The Festivive Express Up in Christmas Town dort aus dem Steam Workshop. Download Link findest du natürlich in der Videobeschreibung. Es steht für das Ganze vorne. Piepap hat aktuell 0 Sterne, weil nicht genug Bewerter vorhanden sind und wurde am 19. Dezember 2019 hochgeladen. Es handelt sich dabei um ein Fundstück meinerseits. Heißt, ich habe es in Eigenregie und Eigenverantwortung im Steam Workshop gefunden und es ist Ganze als Park gespeichert. Heißt, Terraforming und Wege sind gespeichert. Allerdings kannst du das nicht in deinen bestehenden Park integrieren und ich versuche jetzt einfach mal die Sopranflöte wegzustellen und ich erreiche irgendwie den Boden nicht. Ich dachte, ich hätte längere Arme, aber irgendwie komme ich nie zum Boden. Warte, warte, jetzt. So, jetzt steht die Flasche da. Ich hoffe, dass sie einfach nicht umkippt. Und auf jeden Fall sollte es ein schönes Weihnachtslied werden. Ich hoffe, es wurde erkannt. Und ich habe mir natürlich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich war vorher in einer Musikschule, habe extra Sopranflötenunterricht genommen, damit ich dir hier ein Ständchen bringen kann. Und ich drücke jetzt einfach mal auf Play, damit ich nicht noch mehr Unsinn rede. Warte, so. Da bewegt sich ja schon mal einiges. Wir haben hier einen Weihnachtsbaum. Ich habe natürlich wieder was Christliches ausgewählt oder Christmäßigliches. Ich weiß gar nicht, wie nennt man eigentlich das? Also, es heißt ja Weihnachtliches, aber wie nennt man das denn in der christlichen Version? Also, Christmästlichen? Heißt das so? Ich habe keine Ahnung. Wir sagen einfach in der weihnachtlichen Form. Ich dachte gerade, da fliegt ein Rentier, aber es war eine Taube. Okay, Planet Zoo kann kommen. Ich kann auf jeden Fall Rentiere von Tauben unterscheiden. Dann haben wir hier Come Again Soon. Das heißt, wir sollen nochmal wiederkommen. Heißt, wir sollen jetzt rausgehen, unser Geschenk mitnehmen, zum Auto bringen und dann wiederkommen. Habe ich das richtig verstanden? Aber also ganz ehrlich, den Wald finde ich schon mal sehr schnieke. Also mit dem Weg hier, das finde ich sehr, sehr geil. Das finde ich echt cool. Ich laufe jetzt einfach mal den Weg, weil wir haben ja eine besinnliche Zeit. Und da muss man auch mal besinnlich einfach mal den Weg entlang laufen. Hier stehen ein paar Boxen rum, kommt da Musik raus. Ich höre mal mit dem linken Ohr. Tatsache. Es ist die Kettenkarussell alias Wellenflieger Musik. Und dann gehen wir jetzt mal weiter. Geil. Ich feiere die Musik mittlerweile wieder. Ich konnte die eine Zeit lang nicht hören, aber jetzt mittlerweile kann ich sie wieder hören. Und ich finde die so, ich feiere die so dermaßen. Ach so, das ist nur der Eingang. Ist egal, wir laufen jetzt bis da hinten. Wir gucken einfach mal. Also ganz ehrlich, den Wald finde ich schon sehr schick. Sollen wir auch noch hier in das Dark Hole? Nein. Okay, wir gehen jetzt einfach mal. Und ich guck dir mal an, da hinten. Die Achterbahn, das ist eine Holzachterbahn, ne? Erkenne ich aus der Ferne, jawohl. Warte mal, der Laden Monsieur Fries steht seit einer Weile leer. Ja, das kenne ich irgendwo her. So, sollen wir mal den Sprint einlegen? Pass auf, dann rennen wir mal. Guck mal, ich kann mich einfach nach vorne teleportieren. Ich bin Magier bei WoW, deswegen. So, dann haben wir hier den Eingang. Finde ich sehr schön. Was steht denn hier? Christmas Town. Okay, es ist Christmas Town. Und wir haben hier nichts, da haben wir auch nichts. Die Verkäufer laufen hier sehr entspannt, aber wirklich sehr entspannt rum. Als ob die nichts zu tun hätten. Ich glaube, das ist ein chilliger Chef. Also ich glaube, dieser Chef ist wirklich tiefenentspannt, denn der sagt, Leute, wenn ihr nicht arbeiten wollt, braucht ihr nicht arbeiten. Nur wer arbeiten möchte, kann auch volle Leistung bringen und darf dann auch arbeiten. Ich glaube, so ist der Chef drauf so ein bisschen. Und der steht dann da. So what? Ist ein Denkmal vom Chef. So. Der heizt auf jeden Fall nicht den Mitarbeitern ein. Wollte ich mal kurz anmerken. Dann haben wir hier... Ah, warte mal. Gibt's den? Habe ich den auch? Ich glaube, den habe ich auch, ne? Aber... Dieser... Wie heißt der nochmal? Planet Coaster-Typ, ne? Diese Kugel. Das sieht ein bisschen aus wie Rambo. Also jetzt aus der Ferne betrachtet, sieht dann ein bisschen aus wie so ein Magazingürtel, oder? Oh, das ist mir noch nie so aufgefallen. Okay, dann haben wir hier noch einen Pizzaladen. Hast du mal eine Pizza, ein Pizzastück, so hoch gehalten? Ich garantiere dir, das fällt so runter. Ist jetzt die Frage, passiert das mit der auch? Ist die frisch oder ist die schon altbacken, dass die da einfach festklebt? Ich habe so viele Fragen. So, was haben wir denn hier? The Festive Express. Warte, ich kann das ja auch aus dem Steamwork-Shop vorlesen. The Festive Express, alles klar. So, wir gehen jetzt einfach mal hier rum. Hier haben wir einen kleinen See, wo man drauf Schlittschuh laufen kann. Und dann, das ist kein Wasser, das täuscht nur so. Dann können wir einfach mal hier hochgehen. Hier ist der Ausgang. Okay, das wollte ich nur wissen. Da wollte ich nur auf Nummer sicher gehen und dann gehen wir jetzt einfach hier entlang. Also, ganz ehrlich,
Das Dorf, Schrägstrich die Stadt, sieht schon sehr gut aus. Vor allem der Wald da hinten gefiel mir. Und das hier auch. Das Areal gefällt mir auch sehr gut. Und in Anbetracht dessen, dass die Achterbahn da steht, die fällt gar nicht so derbe auf, ne? Weil die im Einklang mit der Natur, mit dem Holz ist. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Das ist ein Hybridcoaster, ne? Jo, ist ein Hybridcoaster. Ja, ich hab's erkannt. Mein geschultes Auge hat's erkannt. Oh, die steht ja direkt hier. Sensationell. Pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Wir fahren diese Bahn nur... Fahren wir die jetzt nur im Dunkeln? Fahren wir die jetzt nur im Dunkeln? Weil die Uhrzeit ist eingestellt, 22 Uhr. Und dann fahren wir die, glaube ich, auch nur im Dunkeln. Pass auf, ich lese mal ganz kurz die Testergebnisse vor. Die Leute haben hier Spaß, und zwar 6,07 Mal. Dann haben die Nervenkitzel von 4,55. Und manche, also 1,74 Leute, müssen brechen in der Mitte durch, damit das 1,74 sind. Wir haben eine Fahrdauer von 93,9 Sekunden, eine Streckenlänge von 1191 Meter, sprich 1,191 Kilometer. Maximalgeschwindigkeit 100 km/h, Durchschnittsgeschwindigkeit 46 km/h, tiefster Fall sind 29 Meter. Jawohl, und dann bin ich jetzt mal gespannt, wie die Bahn sich fahren lässt. Und ich muss sagen, warte mal, ich muss noch mal kurz auf Pause machen. Das Rot hier gefällt mir schon sehr gut an den Seiten. Ist das eine indirekte Beleuchtung? Oh, welcher Coaster-Typ? Also das ist eine Hybridbahn, das haben wir ja schon erkannt. Aber die Frage ist jetzt... Ah, die ist echt geil beleuchtet. Ist mir noch nie so klar gewesen. Okay, welchen Körper habe ich heute? Ja, Sixpack. Alles klar. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Mein Lieblingsweihnachtslied ist Santa Claus is Coming to Town. Und deins? Ist echt mein Lieblingslied. So ein Rock'n'Roll. So rockig. Jawohl. Hat Bryan Adams gesungen? Ich glaube schon. Okay, das gefällt mir schon nicht so. Aber das ist halt meine persönliche Einstellung. Ich frag gleich was. Merk dir mal die Stelle. Ich habe es noch nie erlebt, dass eine Stütze, sei es seitlich oder ne, die nach unten ragt, durchs Gesicht gezogen bekommen. Normalerweise sind irgendwelche Objekte, die dann da platziert wurden, immer dafür zuständig. Aber hier war jetzt ausnahmsweise mal der Fall, dass ich so ein Schienenteil durchs Gesicht gezogen bekommen habe. Ist sehr, sehr selten. Und was auch sehr selten ist, dass wenn der Schnee sich dahinter gelb verfärbt, wie wir jetzt gerade der Fall haben, ist das kein Fantaschnee. Nur ein sehr wichtiger Hinweis für die Leute, die das mal probieren möchten. Schnee kannst du gerne probieren, aber wenn der gelblich ist, ist das kein Fantaschnee oder auch kein Cola-Schnee. Mit Stückchen. So, ne, also wie gesagt, wenn dann nur diesen etwas weißlicheren Schnee benutzen. Und dann haben wir hier noch einen Ferkel. Ha! Das passt sogar, wenn... Das ist ein Ferkel. Wenn der Gelb sich da, der Schnee sich da, der Gelb sich dahinter Schnee verfärbt, dann ist die ein Ferkel. So, kommen wir mal zu einer Bewertung. Oh, das wird jetzt schwer. Das wird jetzt echt schwer. Sag mal, hatten wir nicht mal so eine Stadt, wo wir dann durchfahren sind mit der Achterbahn? Das ist noch gar nicht so lang her, ein Monat oder so. Leute, lasst's euch sagen, ich hab was zu beklagen. Nein, irgendwie war da mal was. Ich erinnere mich da dunkel. Da war irgendwas. Da hatten wir eine Westernstadt, da fuhr man hier so rum, ne? Ja, da war irgendwas. Also das ist ein Monat ungefähr her. Auf jeden Fall, die Stadt an sich, saugeil.
Das Drumherum, supergeil. Naja, auch wenn man jetzt die Felsen jetzt mal ein bisschen gedreht hätte, aber ist okay. Ne, nee, ist nicht. Ja, wie gesagt, also ist noch einigermaßen ertragbar. Aber die Fahrt an sich hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Die war relativ sanft, ja, aber die hat mich jetzt nicht so mitgenommen. Und dass ich ein Schienenteil durchs Gesicht gezogen bekommen habe, war ein neues Erlebnis und zerbricht mir jetzt noch den Kopf. Und auf jeden Fall würde ich sagen, ich gebe der ganzen Sache 3,5 Sterne. Warum 3,5 Sterne? Weil die Fahrt mich nicht mitgenommen hat und die Stadt nicht mit einbezogen wurde bei der Achterbahn. Ne? Weil die fährt ja hier rum und dann ist das hier eigentlich nur so ein Vorgeplänkel. Und deswegen würde ich sagen, also von meiner Seite aus sind 3,5 Sterne auf jeden Fall gerechtfertigt. Natürlich darfst du gerne anderer Meinung sein, das darfst du mir gerne in Kommentare schreiben und oder hier oben auf dem i klicken, da könnt ihr der Bewertung zustimmen oder ablehnen. Ansonsten, frohe Festtage, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs dabei sein, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Dienstag Video gucken, 12 Uhr. Tschüss!